So, einen wunderschönen Nachmittag von mir und natürlich auch im Namen von e-Education. Ich darf Sie zum letzten Beitrag im Raum 5 sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen auch Herr Magister Martin Sturz. Entschuldigung, das habe ich mir nicht gemerkt. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Sie werden uns heute die Schulhomepage der nächsten Generation vorstellen, um die Arbeit und die Qualität der Schulen auch nach außen sichtbar zu machen und auch einen Einblick darüber geben, wie über Schulhomepages auch schulinterne Prozesse abgewickelt werden können. Ich bitte Sie, Fragen im Chat zu posten. Es wird nachher noch genügend Zeit geben, um sie zu beantworten. Und ich wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag mit interessanten Inhalten und bitte Sie, Herr Magister Sturz, zu beginnen. Ja, vielen Dank für das Intro und vielen Dank für alle, die heute dabei sind. Wir haben ja irgendwie eine Dreifachbelastung. Erstens einmal ist Mittagszeit, da wollen die meisten schon was essen gehen. Zweitens wird gerade der Lockdown verkündet. Auch ein spannendes Gegenprogramm, würde ich sagen, zur jetzigen Veranstaltung. Und ja, drittens, Sie hören es an meiner Stimme. Ich bin nicht ganz fit, aber ich versuche mich die nächsten 25 Minuten gut zusammenzureißen, sodass Sie trotz einer leichten Verkühlung hier alles gut mitnehmen können. Ich werde am Anfang vielleicht ein paar Worte kurz zu mir sagen. Ich bin Lehrer an einem Oberstufengymnasium und das war ich aber nicht immer. Ja, ich bin Quereinsteiger und habe vorher in der Privatwirtschaft gearbeitet und zwar als PR- und Eventmanager. Und das ist sozusagen im Marketing-Department eines internationalen Unternehmens gewesen. Und eines meiner Kernaufgaben war, mich um die Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern. Und Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich, dass man das Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung möglichst gut positioniert, zwar keine Geschichten druckt, aber die Qualitäten, die das Unternehmen hat, einfach auch nach außen sichtbar macht. Und dann bin ich ins Schulwesen gewechselt und war wirklich überrascht, dass hier im Bereich von Öffentlichkeitsarbeit von Schulen sehr, sehr wenig gemacht wird eigentlich. Und gerade in der digitalen Zeit muss man sagen, wenn es einen Punkt gibt, wo man ansetzen kann, dann ist es wahrscheinlich die Schulhomepage, weil das der Erstkontakt ist von ganz, ganz vielen. Das erste Mal, wenn ich mich über eine Schule informiere, schaue ich mal auf die Homepage. Das machen wir auch alle. Ja, wenn wir über eine Organisation uns informieren wollen, tippen wir es mal ein in Google und schauen mal, was da so los ist. Ja, im konkreten Fall schauen sich die Eltern zum Beispiel einmal an, was für Lehrerfotos sind denn da online? Wenn ich mein Kind dorthin schicke, schauen die eher alle sympathisch aus oder sind das irgendwelche Monster, die dort auf mein Kind warten? Und naja, um es ein bisschen quantitativer zu sagen, vielleicht, ich habe mich dann in einem Sommer mit einem Team hingesetzt und wir haben einmal eine Status Quo-Erhebung gemacht zu den Schul-Homepages in ganz Österreich und wir haben tatsächlich alle Webseiten, die es gibt, es hat ja nicht jede Schule eine Homepage, uns angeschaut, von der Volksschule bis zu den berufsbildenden mittleren, höheren Schulen und auch an Gymnasien und Mittelschulen. Und haben da versucht, einmal so eine Status Quo-Erhebung zu machen. Und es war insgesamt eher, ja, ich würde sagen, optimierungsbedürftig, was wir da gesehen haben. Sehr, sehr viele Webseiten sind irgendwie technisch überhaupt nicht mehr am neuesten Stand. Und gerade bei der digitalen Entwicklung würde ich sagen, ist das ganz besonders tragisch, weil eine Schulhomepage, die man vor 5 Jahren gemacht hat, ist heute schon 10 Jahre alt, weil die technisch-logische Entwicklung so furchtbar schnell ist, dass man einfach sofort sieht, wann wurde die geschnitzt. Sehr häufig wurde das auch zum Teil amateurhaft gemacht, was nachvollziehbar ist, weil niemand hat an der Schule einen Web-Developer sitzen, der sich darum kümmert. Und häufig fehlt natürlich auch das Budget, um jetzt da irgendwie eine professionelle Agentur zu beauftragen. Also die Gründe sind absolut nachvollziehbar. Das Ergebnis ist allerdings traurig, weil wir uns alle, finde ich, als Lehrpersonen und als Schulen in der Öffentlichkeit viel, viel schlechter präsentieren, als wir eigentlich sind. Weil so amateurhaft, sage ich jetzt mal, wie unser Webauftritt zum Teil ausschaut, sind wir nicht. Die Arbeit, die qualitativ hochwertige, die wir im Klassenzimmer leisten, wird außen gar nicht so oft wahrgenommen. Und das war so der Ausgangspunkt für mich und für eine Kollegin von mir, hier neue Maßstäbe zu setzen sozusagen und etwas Neues zu initiieren.
wir haben bei uns selber die Schul-Homepage neu gemacht, bei uns an der Schule, und haben danach aber gesagt, naja, irgendwie sind diese ganzen Lessons learned, die wir da haben wollen, mit anderen Schulen auch teilen. Und haben mit den Volksschulen gestartet. Und ich darf Ihnen heute zeigen, so ein paar Einblicke geben, wie die Schul-Homepage der nächsten Generation denn aussehen darf. Als Ideengeber, als Impuls für Ihre eigene Webseite. Und darf Ihnen dann auch zeigen, was man so alles mit der Webseite machen kann. Für diesen Zweck share ich mal meinen Screen. Und zeige dann hier unsere Beispielseite sozusagen, wie die aussieht für Volksschulen. Und darf Ihnen dann kurz so unsere Gedanken dazu sagen, damit Sie wissen, was so irgendwie die Überlegungen sind, die dahinter stecken, und fragen gerne in den Chat. Auf die gehe ich gerne nachher nochmal ein. Wir haben da zunächst einmal ein relativ freundlichen Welcome-Screen, könnte man sagen, eine Startseite, die kurz einmal mit Farbenfrohheit, lieben Kids und ein paar Sprüchen, die eben zur Schule passen, die Schule kurz vorstellen. Da haben wir ganz verschiedene Sprüche gemacht, wo sich Schulen einfach an und für sich aussuchen können, was passt denn gut zu mir. Generell ist die Schul-Homepage der Ausdruck von der Identität der Schule. Das heißt, man sollte in Wahrheit gar nicht starten mit, wie machen wir unsere Webseite, also mit der Frage, sondern mit der Frage, wer sind wir, was können wir, was zeichnet uns aus, was sind unsere Angebote, und daraus entsteht dann letztlich auch der Außenauftritt. Aus unserer Sicht ganz wichtig ist, dass man auf dieser Startseite zunächst einmal einen schönen Überblick gibt, was erwartet denn die zukünftigen Schülerinnen und Schüler, also potenziell neue, vielleicht zukünftige Eltern auch quasi in der Volksschule, die, wenn ja die Eltern auf die Webseite schauen, dass man sich darauf einstellen kann. Wir glauben auch, dass so ein persönlicher Touch unheimlich wichtig ist, dass es zum Beispiel Grußworte gibt von der Schulleitung, um die Besucherinnen und Besucher willkommen zu heißen auf der Webseite und ein bisschen einen Einblick zu geben in die Philosophie, die quasi die Schule auch auszeichnet. Da ist Platz zum Beispiel auch für ein Zitat oder auch für ein Zeichen, wie groß die Schule ist, wie viel in die Klasse gehen. Unheimlich wichtig ist, mit Fotos zu arbeiten, dass man nicht nur mit Text sozusagen hantiert, sondern eben auch mit Fotos, auch sehr, sehr gerne mit Videos. Das schauen sich die Leute sehr, sehr gerne an. Und wir wissen alle, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und hier haben wir zum Beispiel so eine kleine Sektion, ja, und das ist auch gar nicht aufwendig, sowas zu gestalten, sondern da reicht es, wenn man sich an einem Nachmittag mal zusammensetzt und so ein bisschen zusammenschreibt. Für uns sind viele Dinge selbstverständlich, für uns ist das Daily Business, das machen wir immer. Aber am Ende des Tages gibt es doch sehr, sehr viele Highlights, die präsentiert werden sollten. Und da reicht zum Beispiel so ein Set von Icons und kurzen, knackigen Formulierungen. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis: Es muss gar nicht so viel Text auf der Webseite sein. So riesenlange Dinge machen Projekte zum Beispiel nicht anschaulicher deswegen, sondern auf den Punkt formuliert. Wir kennen das auch von unserem eigenen Surfverhalten. Das lesen wir uns meistens eh nicht durch. Aber eine schöne ansprechende Überschrift, ein kurzer, knackiger Infotext, das gehört irgendwie dazu. Genau, was an und für sich ganz wichtig ist bei jeder Webseite, ist eine klare Menüführung, ja, dass man hier sofort weiß, wenn ich wohin möchte, dass ich da unmittelbar hinfinde. Zum Beispiel Aktuelles, da geht es eben darum, was gibt es Neues in der Schule, Sommerfest, wie Sie sehen, das ist auf unserer Beispielseite nicht das aktuellste Thema, aber eine klare, saubere Menüführung, und auch da ist die Empfehlung, häufig weniger ist mehr. Viele Informationen, die man gerne auf die Homepage stellt, sind in Wahrheit gar nicht für die Homepage gedacht. Also beispielsweise eine Hausordnung zum Beispiel, sieht man sehr häufig auf der Schul-Homepage, ist aber in Wahrheit gar nicht so für die Außenkommunikation wichtig. Das kann man intern über die interne Kommunikation absprechen, aber das, über das spreche ich danach gleich nochmal. Genau, also so schauen irgendwie diese Seiten aus. Der Fokus, den ich heute Ihnen geben möchte, ist sozusagen ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken.
Und ich zeige dann da zum Beispiel eine Sache, die man auf die Schul-Homepage ebenfalls integrieren kann, wie zum Beispiel Jahresberichte. Was ganz einfach ausschaut, ist, dass man zum Beispiel, und das ist auch gar nicht so viel Aufwand, das, was man so in einem Jahr gemacht hat, wo es idealerweise ohnehin schon Bilder auf der Homepage gibt und die Informationen alle ersichtlich sind, und die Projekte, die man macht, zum Beispiel in so einem Jahresbericht zusammenfasst. Und da reicht es häufig, ein Bild von der Webseite zu nehmen, den Text, den ich ohnehin geschrieben habe, dazu zu geben und so ein Katalogformat quasi. Da gibt es ganz, ganz viele Anbieter, wo man das einbinden kann, zu verwenden, um noch einmal das Schuljahr zusammenzufassen und das vielleicht in einer digitalen Variante darzustellen. Ja. Eine weitere Sache, die digital stattfinden kann, sind ganz, ganz viele interne Prozesse. Und das mache ich Ihnen vielleicht kurz anhand einer Geschichte noch erläutern, warum wir uns gedacht haben, die Schul-Homepage ist eigentlich mehr als nur die Außendarstellung. Bei uns war das üblich früher in der Schule, dass der Herr Direktor Informationen an das Lehrerteam herangetragen hat, in Form eines Dienstbuchs. Vielleicht haben Sie das auch bei sich an der Schule. Und dieses Dienstbuch ist so ein dickes, großes Buch gewesen im Lehrerzimmer. Und der Herr Direktor hat da häufig irgendwelche Sachen am Computer zusammengeschrieben und das ausgedruckt und ausgeschnitten und mit Uhu-Stick beklebt und dann in dieses Dienstbuch hineingeklebt. Und wir sind dann in der Früh immer hingekommen ins Lehrerzimmer und haben gelesen, was es denn für aktuelle Informationen gibt. Und nachdem sich das niemand merken konnte, haben wir uns dann unser Handy genommen und das abfotografiert, damit wir es dann zu Hause auch noch lesen können. Und irgendwie ist das seltsam vom Prozess her, weil das sind so digitale Dinge, die da stattfinden, aber doch mit sehr viel Papierkram und Aufwand verbunden. Und insofern haben wir uns gedacht, die Schul-Homepage könnte man doch eigentlich auch verwenden, um interne Prozesse abzuwickeln. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Es gibt hier einen internen Bereich, und das kann sich jede Schule natürlich selber auch einrichten. Und wir haben das in drei Bereiche gegliedert. Ein Schülerweb für die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern, ein Lehrerweb für die Kommunikation innerhalb des Lehrkörpers und ein Elternweb, um auch zum Beispiel dem Elternverein eine Möglichkeit zu geben, hier in Kommunikation zu tauschen. Das Ganze sind passwortgeschützte Seiten, das heißt, da befinden sich eben Informationen drinnen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und ich gebe das hier mal ein und zeige Ihnen mal das Lehrerweb, was es da so gibt. Na, zum Beispiel einen praktischen Online-Kalender. Auch da ist es so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass dieser Stehtisch-Kalender in der Schule nicht ganz so praktisch ist, weil wenn man nicht gerade in der Schule ist und einen Termin wissen will oder einen Termin eintragen will, braucht es einen Online-Kalender. Naja, und das könnte man hier zum Beispiel ganz einfach machen, indem wir hier reinschreiben, dass zum Beispiel hier der Tag der offenen Tür stattfindet. Und ich hier Veranstaltung auswähle zum Beispiel und das Speicher. Und dann wissen alle, am 18. November ist der Tag der offenen Tür, Transparenz sozusagen für alle. Hier gibt es die Möglichkeit dann, auf das werde ich heute nicht eingehen, aber Newsbeiträge zu verfassen für die Schul-Homepage. Das ist einfach gestaltet, sodass das einfach jeder machen kann. Wir wissen, dass die Technik nicht jedermanns Sache ist. Wir haben das versucht, da möglichst simpel zu machen. Ich zeige Ihnen aber was anderes, nämlich zum Beispiel Dateien. Auch die Dateien können direkt auf der Schul-Homepage sozusagen verwaltet werden in einem internen Bereich, sodass alle Lehrpersonen Zugriff haben auf die verschiedenen Ordner oder was auch immer für Formulare es gibt, für Protokolle zum Beispiel von den Fachkonferenzen, findet man auch häufig nicht. Und das kann man hier einfach easy direkt hochladen und damit ebenfalls zu einem Teilen von Informationen beitragen. Was wir auch haben zum Beispiel ist so ein Dokument, das man einbetten kann. Auch eine Idee vielleicht für Ihre eigene Schul-Homepage. Das ist jetzt mit Google Docs zum Beispiel gelöst. Also ein Google Docs ist hier eingebunden. Und wenn man sagt, man möchte gemeinsam zusammenarbeiten,
an einem Projekt oder zum Beispiel an einem Schulentwicklungsplan, na, dann haben alle Lehrpersonen, die da einsteigen ins Lehrerweb, unmittelbar Zugriff drauf und können hier einfach direkt in das Dokument rein tippen und weiter Lorem Ipsum schreiben. Das ist sehr praktisch für ein kollaboratives Arbeiten, also die Zusammenarbeit. Sie kennen das vielleicht, ja, das kann man markieren und dann noch einen Kommentar zum Beispiel dazu machen. Das ist super. Also für die Zusammenarbeit sehr, sehr, sehr praktisch und auch sehr einfach in der Bedienung. Was haben wir noch? Naja, zum Beispiel ein virtuelles schwarzes Brett. Ja, auch da kennen Sie vielleicht das Tool. Das haben wir mit einem Padlet gemacht, ein Padlet eingebunden, wo man einfach jeder, der was Tolles findet oder einen Link hat, den er vielleicht teilen möchte mit dem Lehrkörper, kann das ganz einfach machen. Alle, die Padlet kennen, werden das vertraut finden, diese Ansicht hier. Einfach auf das Plus klicken und neue Informationen auf ein schwarzes Brett geben. Was haben wir noch? Naja, zum Beispiel einen Videoraum. Das ist ein Konferenzraum, der quasi immer zur Verfügung steht. Sie müssen sich dann keinen Termin ausmachen oder keinen Link verschicken, sondern, schauen wir mal, ob das geht, während ich da dran bin, sondern dieser Raum ist einfach immer verfügbar und Sie können sich jetzt sofort einloggen und zum Beispiel mit einem Kollegen ausmachen, treffen wir uns in unserem Konferenzraum online. Geht natürlich auch für alle Konferenzen. Ich wechsle mal kurz raus hier und zeige dann ganz kurz einen Einblick in das Schülerweb. Auch das ist natürlich passwortgeschützt. Ja. Das Passwort habe ich vorhin schon eingegeben, deswegen springen wir da schon drüber. Auch hier gibt es die Möglichkeit, natürlich Dokumente den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen, die sie dann zu Hause sich anschauen können. Könnte man zum Beispiel klassenweise aufteilen. Fotos aus dem Schulalltag zum Beispiel, also wenn es einen Wandertag gibt, ja, dann könnte man sagen, na gut, wir werden jetzt nicht 30 Bilder online stellen beim Newsbeitrag oder von der Weihnachtsfeier, aber in so einem internen Bereich, dass man sagt, da können nochmal die Fotos auch heruntergeladen werden, klassenweise vielleicht sogar sortiert. Wir haben da, glaube ich, nur Beispielbilder drinnen. Das sind natürlich keine Originalfotos hier. Also ein Bereich, um nochmal die Fotos, die ja heutzutage sehr, sehr schnell gemacht werden können, nochmal zu teilen mit den Schülerinnen und Schülern. Was ganz was Feines ist, auch inspiriert von einer Kollegin aus dem Volksschulbereich, sind die virtuellen Klassenzimmer. Wer da Bock drauf hat, kann das einfach mal googeln oder auch auf YouTube eintippen und kommt jetzt zu einem Tutorial kommen. Ein virtuelles Klassenzimmer ist letztlich ein in einer Präsentation sozusagen gemachter virtueller Klassenraum, den jede Lehrperson machen kann und hier zu verschiedenen Themen verlinken kann. Ja, also da ist zum Beispiel direkt verlinkt, klicke ich gleich mal kurz drauf, zum Antolin, zur Leseförderung oder zum Beispiel zu irgendeinem Zeichenprogramm oder sowas ähnliches. Das heißt, das ist eine super Möglichkeit für Linksammlungen sozusagen, klassenweise, das den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen, weil sonst ist halt oft schwierig, wie schicke ich jetzt Links, wie habe ich die irgendwie zentral an einem Ort, und diese virtuellen Klassenzimmer eignen sich da ganz, ganz gut. Und da kann natürlich jede Lehrperson so ein eigenes virtuelles Klassenzimmer hier anlegen, das man direkt auf die Schulhomepage einbinden kann. So, was haben wir da noch Schönes? Auch da gibt es einen virtuellen Videoraum, wo wir den Schülerinnen und Schülern sich austauschen kann. Wir haben da auch so etwas geschaffen wie einen virtuellen Kummerkasten oder einen digitalen, wo, wenn man einfach Sorgen hat, die da vielleicht hineinschreiben kann, wo sich dann jemand drum kümmert, und auch weiterführende Links zu anderen Organisationen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Genau, und an und für sich ist das natürlich immer erweiterbar. Ja? Also diese, wenn Sie Ideen haben oder irgendwelche Tools, die Sie vielleicht auch im Rahmen von der Fachtagung kennengelernt haben von E-Education, sehr, sehr viel kann man einfach direkt in so einen internen Bereich einbinden und die Schulhomepage tatsächlich zu so einer Art kommunikativen Drehscheibe machen. Also nicht nur die Außendarstellung, sondern eben auch das Zusammenarbeiten im Team oder in der gesamten Schulgemeinschaft damit fördern.
Ich zeige dann auch noch kurz das Elternweb. Auch da wird es dann sozusagen ein Passwort geben, wo die Eltern dann einsteigen können damit. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für den Elternverein, hier News sozusagen zu teilen. Ja, also wenn es da irgendetwas gegeben hat, dass man sagt, das ist unsere Kommunikationsplattform. Wir schreiben da rein, was es da gegeben hat. Und das finden wir gleich ganz fein, dass es hier eine Elternvereinssitzung gegeben hat. Ebenfalls ein nettes Tool ist eine digitale Pinnwand zum Beispiel, wo man zum Beispiel draufgeben kann, wenn man Nachhilfe sucht zum Beispiel oder den Turnbeutel verloren wurde oder vielleicht man ein Fahrrad zu verkaufen hat oder sowas. Also sprich so ein bisschen eine Austauschplattform, wo man einfach ein neues Post-it hinzufügen kann mit einer Nachricht und die Eltern eben entsprechend hier in den Austausch kommen können. Was wir ebenfalls jetzt gerade entwickeln eigentlich, ist eine Art Elternforum. Ich zeige Ihnen das mal kurz, wie das hier aussieht. Das ist auch eine Art, man könnte sagen, Link- und Informationssammlung. Ja, also zum Beispiel, wie ist die Bankverbindung für den Mitgliedsbeitrag vom Elternverein? Informationen zum Förderantrag. Ja. Und da kann man sozusagen nützliche Links, die generell ganz interessant sind für Eltern. Also das ist tatsächlich so eine Art Board, wo Eltern nützliche Informationen miteinander teilen können, aber auch Ideen einreichen können, wo sie zum Beispiel sagen, wir hätten gerne, ich habe eine neue Idee für zur Optimierung der Schule, wir hätten gerne neue Englischbücher für die Bibliothek und das kann man dann auch hochvoten, das habe ich schon gewotet. Oder man kann hier auch an dieser Stelle Fragen einreichen zum Beispiel, die dann unterhalb der Eltern oder vom Elternvertreter zum Beispiel, aber natürlich kann auch die Direktion oder die Klassenlehrer zum Beispiel hier etwas beantworten, wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag zum Beispiel und hier als Kommentar ist genau gleich, super, danke. Sie sehen, da habe ich ein Selbstgespräch geführt mit mir. Die Seite ist auch nicht im Live-Betrieb, sondern sozusagen unsere Showcase-Seite. Genau, das war es, würde ich sagen, an der Stelle für den kleinen Input. Ich sehe, ich habe noch 3 Minuten, dann zeige ich Ihnen noch schnell eine kleine Sache, wo wir uns denken, das könnte auch vielleicht in Zukunft der ein oder anderen Schule helfen, Prozesse digital abzuwickeln. Das ist nämlich unter der Anmeldung. Üblicherweise ist es ja so, dass der Anmeldeprozess sozusagen hier so stattfindet, dass die Eltern ein Anmeldeformular ausdrucken und das dann ausfüllen und mit dem dann in die Schule kommen und dann sitzt jemand dort und tippt da alle Daten ab. Dann haben wir uns auch gedacht, das könnte man eigentlich auch digital lösen und ein bisschen einfacher machen mit so einem Online-Anmeldeformular, das ganz einfach so ausschaut, dass man sich zu dem Schulbesuch oder zumindest die Daten ja, zum Schulbesuch einfach hier über so ein Online-Formular eintippen kann, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Und diese Daten dann nachher, je nachdem, was man da abfragen möchte, kann man das natürlich beliebig erweitern. Aber diese Daten dann nachher, zunächst einmal bekommen die Eltern ein PDF zugeschickt, wo nochmal alles schön übersichtlich drinnen ist. Mit dem können sie dann nachher zu den persönlichen Gesprächen in der Schule gehen und dort auch ihre Unterschrift untersetzen. Der Vorteil ist, dass einerseits keine Schlangen mehr sind, wenn das jemand irgendwie in der Schule macht. Und zweitens, vor allem für die Schulleitung, die Daten sind dann bereits digital erfasst und können dann nachher in Sokrates übertragen werden, sodass man sich einfach mehrere Stunden Aufwand erspart, die dann übrig bleiben für den Unterricht oder für Schulentwicklung. Gut, das war so ein kleiner Einblick. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Was ich noch abschließend vielleicht für Sie habe, ist ein Link zu einem E-Book, das wir erstellt haben mit 10 Webseiten für die Optimierung Ihrer Schulhomepage. Da sind so ein paar nützliche Tipps und Tricks drinnen, die Sie vielleicht verwenden können, um
Ihre Schul-Homepage auch noch ein bisschen auf Vordermann zu bringen und ich erlaube mir, das jetzt in den Chat zu stellen. Für Fragen freue ich mich. Gerne, super, vielen herzlichen Dank, Herr Sturz. Ich sehe im Chat im Moment keine Frage gepostet. Möchte jemand vielleicht doch noch eine stellen? Gerne auch das Mikro einschalten oder Handzeichen. Ich habe keine Fragen, ich bin einfach nur begeistert. Ich hätte vielen Dank, schon vielen Dank, ja. Eine Frage, und zwar, mit welchem Tool das Ganze erstellt wurde, also die Homepage? Also die Basis ist WordPress. Wirklich? Das heißt, WordPress ist sozusagen, für die, die es nicht kennen, sage ich vielleicht noch vollständig jetzt aber dazu, jenes Programm, mit dem über 40% aller Webseiten im Internet gemacht worden sind. Das, was natürlich, ich meine, das darf nicht den falschen Eindruck erwecken, es erfordert natürlich profundes Kenntnis, um das dann sozusagen so easygoing alles zu machen, wie es jetzt vielleicht heute gewirkt hat. Also wir haben an dieser Webseite die letzten 2,5 Jahre gebastelt und immer noch ein bisschen verbessert und noch ein bisschen verbessert. Wir haben auch diesen ganzen Prozess für die Erstellung von Newsbeiträgen so gestaltet, wenn man normalerweise WordPress aufmacht, da wird man gleich einmal erschlagen von den vielen Möglichkeiten, die es da gibt. Und das haben wir reduziert auf das Wesentlichste, sodass das einfach für jeden, okay, News klicken, Titel einfügen, Text schreiben, Foto hochladen, veröffentlichen. Ja, weil wir natürlich wissen, ich bin ja selber auch, muss man auch dazu sagen, ich bin ja selber, habe ich hier einleitend gesagt, auch nicht der Techniker. Ja. Also das hat meine Kollegin, die Informatik studiert hat, ist da die Technikerin. Und wir wissen sehr wohl, dass sozusagen alles easygoing sein muss, sonst greift es nicht. Ja. Ja, genau, super. Aber vielen herzlichen Dank für das tolle Beispiel. Also ich möchte jetzt auch eine neue Schul-Homepage. Ich werde das gleich im Lockdown, glaube ich, jetzt deponieren bei den Kollegen und Kolleginnen. Gott sei Dank ist das aufgezeichnet worden, dann kann ich gleich das Video weiterschicken. Vielen herzlichen Dank und das macht wirklich Eindruck auf die Eltern. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Vielen herzlichen Dank.